Die Erde ist ein ziemlich einzigartiger Planet. Wir können hier leben, ohne auf die Hilfe von technischen Hilfsmitteln angewiesen zu sein. Es gibt Wasser, frische Luft und genügend Land. Und nicht zu vergessen, es ist der einzige Planet, wo man Menschen findet. Auch wenn wir der Erde nicht gerade gut tun. Doch schon Stephen Hawking sagte, dass die Menschheit irgendwann auch auf anderen Planeten heimisch werden muss. Irgendwann wird der Platz auf der Erde knapp oder Katastrophen könnten die Menschheit eventuell auslöschen. Und genau deshalb werden wir uns heute mal drei Himmelskörper anschauen, auf denen die Menschheit Zuflucht finden könnte. Abonniert auch gerne den Kanal und aktiviert die Glocke, um zukünftige Videos nicht mehr zu verpassen. Und jetzt viel Spaß mit dem Video. Fangen wir mal mit unserem scheinbar toxischen Nachbar an, die Venus. Die Venus wurde nicht nur nach der Göttin der Liebe und der Schönheit benannt, was ziemlich ironisch ist, wenn man bedenkt, was für eine leblose Horrorwelt das eigentlich ist, sondern er ist auch der erdnächste Planet auf dieser Liste. Eine Reise zur Venus wäre um die 30 bis 50% kürzer als eine Reise zum Mars. Das sind einige hunderte Tage weniger, in der man mit nervigen Astronautenkollegen UNO spielen müsste. Außerdem ist die Venus näher an der Sonne dran als die Erde. Demnach könnte man eine Kolonie auf der Venus rein theoretisch sehr gut mit Solarenergie versorgen. Und selbst das ist lustigerweise wahrscheinlicher als ein Ausbau der erneuerbaren Energie hier in Deutschland. Die dicke Atmosphäre würde uns sogar vor der schädlichen Strahlung schützen. Das alles klingt aber zu schön, um wahr zu sein. Wo genau ist also der Haken? Naja, um einen Planeten zu kolonisieren, müssen wir erst auf dem Planeten landen. Wer hätte das gedacht? Und genau das ist das große Problem. Die Venus wird nicht umsonst als Höllenplanet bezeichnet. Auf der Oberfläche des Planeten herrscht eine Temperatur von um die 450 Grad Celsius. Da hilft auch keine Sonnencreme weiter. Lass uns auch nicht den fürchterlichen Druck vergessen, den man dort zu spüren bekommt. Der Druck ist 90 Mal so hoch wie der auf der Erde. Es würde sich also so anfühlen, wie als wenn man 1 Kilometer tief unter Wasser wäre. Ist eine Kolonisation auf der Venus also ausgeschlossen? Naja, nicht ganz. Um die 50 Kilometer über dem Boden fallen die Temperaturen auf angenehme 70 Grad Celsius und der Druck fällt auf erdähnliches Niveau. Eine Kolonisation über den Wolken wäre also eine Möglichkeit. Hier seht ihr nochmal ein Konzept von der NASA dazu. Kommen wir jetzt zu unserem scheinbar roten Freund, dem Mars. Benannt nach dem Gott des Krieges, weil rot gleich Blut oder so, ist der Mars seit etlichen Jahren das Ziel für viele Wissenschaftler weltweit. Es gab sogar mal eine sehr interessante Liste mit 150 wissenschaftlichen Gründen, warum der Mars der beste Planet für eine Kolonisation sein soll. Einer der Gründe war beispielsweise die Erforschung des Klimawandels. Der Mars war nicht immer so ein kalter, roter, toter Planet, wie er heute ist. Vor vielen Milliarden Jahren hatte der Planet wahrscheinlich eine dicke Atmosphäre, Flüsse, Seen und sogar Ozeane. Der heutige Mars macht ein Überleben ohne zusätzliche Ausrüstung aber unmöglich. Es gab außerdem die Idee, den Mars zu terraformen. Eine eigentlich gute Idee, die mit unserer derzeitigen Technologie aber eher nicht möglich ist. Außer unser Twitter-kaufendes Superhirn hat noch irgendein Ass im Ärmel. Wenn wir jetzt versuchen, den Mars zu kolonisieren, müssen wir vieles beachten. Siedlungen sollten am besten in der Nähe von Felswänden errichtet werden. Die bieten einen guten Schutz gegen die extremen Winde und die gefährliche Strahlung. Anzüge wären selbstverständlich auch Pflicht. Würde man ohne Anzug ins Freie gehen, wäre man binnen weniger Minuten nicht mehr unter den Lebenden. Auch Wasser wäre rein theoretisch kein Problem. Auf dem Mars gibt es streng genommen mehr als genug Wasser, allerdings nur in Form von Eis. Oh, und Dünger könnte man aus den Fäkalien der Astronauten herstellen. So eklig, wie das jetzt auch klingt. Aktuell ist die Besiedlung vom Mars aber nur ein Traum von vielen Menschen, vor allem superreichen Menschen. Ich persönlich gehe aber davon aus, dass die meisten von uns den Anfang der Besiedlung noch miterleben werden. Kommen wir jetzt zu dem Himmelskörper, wo eine Kolonie tatsächlich am wahrscheinlichsten ist, der Mond. Wie ihr wahrscheinlich mitbekommen habt, war die Artemis 1 Mission ein voller Erfolg. Der erste große Schritt, um eine Basis auf dem Mond zu errichten. Aber auch eine Kolonisation auf dem Mond wäre natürlich keine einfache Aufgabe. Im Sonnenlicht kann es auf den steinigen Riesenfelsen bis zu 130 Grad Celsius heiß werden. Im Dunkeln wiederum bis zu minus 160 Grad Celsius. Klingt nicht gerade angenehm, wenn ihr mich fragt. Ach, und eine Atmosphäre gibt es auch nicht. Kein Schutz also vor Kometen und der kosmischen Strahlung, die uns hier auf der Erde nur nicht elendig grillt, weil wir eine Atmosphäre besitzen. Und genauso wie auf dem Mars müsste man Wasser aus dem vorhandenen Eis gewinnen. Ein guter Ort für eine Basis wären zum Beispiel Lavatunnel. Langfristig gesehen soll der Mond aber auch als eine Art Zwischenstopp zum Mars dienen. Sorry Kleiner, irgendwie sind wir mehr am roten Planeten interessiert.
Bis wir die Erde langfristig verlassen können, wird es also noch eine ganze Weile dauern. Ich bin mir aber ziemlich sicher, dass wenn die Menschheit weiterhin überleben soll, wir irgendwann auch andere Planeten besiedeln müssen. Vielleicht sollten wir uns aber erstmal auf unseren eigenen Planeten konzentrieren. Es wird in der Zukunft nämlich keine Kolonisation oder Menschen geben, wenn wir unseren Planeten weiterhin so kacke behandeln. Wenn euch dieses Video hier gefallen hat, lasst doch gerne eine positive Bewertung und einen Kommentar da. Ich hoffe, wir sehen uns beim nächsten Mal wieder. Haut rein!